Hey, so, hallo und alle zur nächsten Folge von Craft Attack 5 oder so. Irgendwann kommt man durcheinander mit den ganzen Parts, aber nochmal habe ich es drauf. Ich sage öfters mal Craft Attack 4 oder so. Zumindest wäre es ein. Nee, Craft Attack 3 habe ich in 4 mal gesagt, keine Ahnung. Egal, heute, ja, habe ich mal ein bisschen in die Kommentare von euch geguckt und vielleicht ein paar Optimierungen noch rausgehauen für das Zeug, was wir letztes Mal gebaut haben. Ebenso darf ich euch teasern. Ich bin noch ein bisschen in Absprache mit Basti. Wir werden demnächst mal einen Unterwassertempel plündern, beziehungsweise zwei Unterwassertempel, die nah beieinander sind. Mal gucken, wie wir es machen. Und eventuell gibt es auch die Enderdrachen-Geschichte und noch eine Neuigkeit ist rausgekommen. Wir dürfen ab sofort Wither töten. Den einen oder anderen Netherstar habe ich ja schon bekommen. Der lag hier bei mir einfach so random rum. Ne, ja, schon Petrit gekriegt. Selbst müsste ich halt ziemlich viele Wither-Skulls farmen und bin ich nicht so begeistert. Ich habe eine Vanilla-Wither-Skull-Farm-Phobie seit Craft Attack 3 oder 4. Ich weiß nicht, 3 war es, glaube ich. Mehr als ein Beacon brauche ich auch nicht. Also ich denke mal, ich würde den Netherstar, den ich hier habe, umwandeln, halt ein Beacon. Was anderes Sinnvolles kann man Netherstar ja leider nicht machen, außer ihn so behalten. Zumindest in Vanilla-Minecraft. Deswegen, das wird definitiv ein Beacon. Und ich werde einen Max-Size-Beacon wahrscheinlich dann aus Eisen machen. Und diesen werde ich dann irgendwo hin verfrachten. Wahrscheinlich in meine Base. Irgendwo hier ins Zentrum oder so, unterirdisch, und strahlt er so hoch. Habe ich hier irgendwo eine Mitte, die ich festlegen kann? Höchstens hier irgendwo, ne? Dann Glasblock, dann Beacon, dann, ja, ich habe eine 2x2 Mitte hier. Ja, das ist nicht einfach. Aber vielleicht kann ich es ja machen. Hier hin, so, ja, vielleicht, ne, wie mache ich es am besten, meine Freunde? Ich habe keine Ahnung. Ich hätte gedacht, dass mir so eine Art Straßeninsel macht, dass ich das hier ein bisschen dicht mache, ja, und hier so eine Ecke mit so einem Beacon oder sowas. Vielleicht vor den Turm, aber da ist ja schon der Parkplatz. Ich bin vielleicht bei das Portal oder so irgendwie. Ja, dass man vielleicht hier den Beacon von unten rausscheinen sehen vor dem Portal. Wäre vielleicht eine Möglichkeit. Dann sieht man auch, wo das Portal von mir ist, wo man mal rauskommt, weil das ist ja das Hauptportal, wo du aus dem Nether mal rauskommst. Ja, so vielleicht in der Art. Na, lass es einfach mal machen. Irgendwo hier vorne hin hingesetzt. Muss aber vielleicht nicht unbedingt in dieser Folge sein, sondern ich würde ein paar Verbesserungsvorschläge von euch umsetzen für die Ecke da hinten. Und dafür brauche ich mal wieder ein kleines bisschen Material. Wir kümmern uns ein bisschen um das Weizen noch. Übrigens ist das Weizen hier so wieder nachgewachsen, was ich in der letzten Folge geerntet hatte. Und dafür brauche ich wieder ein paar Seeds. Dann würde ich ebenfalls meine Schaufel nehmen. Ich würde nämlich den Coarse Dirt mit einer Schaufel bearbeiten. Also dass die Schleifspuren sind, wo der Traktor drüber sind. Das machen wir einfach mit gehakter Erde. Quatsch, mit geschaufelter Erde. Dann habe ich noch Glas übrig. Das kann ich ebenfalls wieder raus tun. Das raus, das raus. Dann habe ich ein paar Slabs. Ja gut, die habe ich immer hier. Ich brauche immer eine Handvoll Slabs in der Tasche. Immer eine Handvoll Slabs in der Tasche ist nicht verkehrt. Leitern soll ich nochmal mitnehmen. Jemand meint auch noch, ich kann ein paar Minecart-Rails nehmen, um die Teile zu verbinden. Also das Heu festmachen, was auf dem Anhänger ist. Und ja, wir schauen mal. Wir schauen mal, ob das reicht. Achso, die Seeds fehlen natürlich noch. Habe ich über Grünzeug viel rausgetan? Ja, dann fehlt noch Bone Meal. Ich kann ja eigentlich mal ausnahmsweise die Knochenblöcke nehmen. Zur Abwechslung. Ja, und dann gehe ich wieder raus. Ich muss mal. Ich hake mal hier hinten ein Loch wieder rein, damit ich nicht die ganze Zeit immer vorne rumlaufen muss, wenn ich mal rein muss. Das dauert nämlich auch ewig. So, Haken. Rechtsklick. Hiermit kann ich. Ich kann das gar nicht schaufeln einmal. Ne? Ich muss es erst haken. Und ich kann es auch jetzt nicht schaufeln, weil es muss erst Gras drauf wachsen. Hallo? Oder die Slabs kann ich anscheinend nicht haken. So, ist gehakt. Dann werde ich warten, bis Gras drüber die Sache wächst. Und dann werde ich das Gras einmal einrechen. Einschaufeln. Deswegen würde ich vorerst das hier hinten nochmal wegmachen. Vielleicht sieht es so ja dann besser aus. Okay, jetzt schon das erste hier schon erst passiert. Achtung, zack. Ja. Zack. Auf der anderen Seite kann ich es auch schon machen. Zack. Zack. Zack.
und so weiter und so fort. Ich werde das jetzt nicht live abwarten, sondern... Hallo? Okay. So, ansonsten werde ich mich hier mal weiter ranmachen und vereinzelt halt jetzt das Weizen setzen an den Stellen, wo es sich gehört. So vielleicht. Und hier vorne nochmal eine. Ja, hier nochmal. Da nochmal. Da nochmal. Jetzt wird sowieso etwas dichter. Da, da. Hier. 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 Hier, hier. Jetzt ist halt kein Gras eher die Ausnahme. Oder kein Weizen. Nicht Gras, sondern Weizen. So in etwa. Ich weiß gar nicht, ob ich immer die Fackeln mal stehen lassen soll dann. Komm, ja, hier hinten sieht es auch noch langsam schön aus. Oh, da ist noch ein Crafting Table versteckt. Warum? Jetzt ist er weg. So, dann setzen wir die dahin, da vielleicht noch, da noch vereinzelt mal ein, hier vielleicht mal ganz vereinzelt ein, die Ecke mal ganz exotisch hier. Ja, ja, kann man machen. So wächst das jetzt hier und je weiter wir jetzt nach hier vorne kommen, umso weniger wird es ebenfalls. So können wir machen, schaufeln, 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 damit ich einfach die grobe Form habe. So. Soweit so gut. Da nochmal weg. Da nochmal weg. Ja, hat auch was. Ich hätte halt mit Coarse Dirt das Ganze gemacht, aber ich glaube, weil zu viel natürliche Coarse Dirt hier in der Gegend hängt, wäre das nicht so passend. So ist ein bisschen Abwechslung drin. Finde ich okay. So, mit dem restlichen Baummehl züchten wir das mal hoch, damit wir sehen, wie es fertig aussieht. Ich kann auch hier rechts getrost gedrückt halten, weil in Modpacks wurde immer abgeerntet. Hier ist das nicht der Fall. Schon mal gut. Diese Gewohnheit immer. Oh. Aus dem hohes Gras gemacht. Das macht aber nichts. Das darf auch gerne sein. Das ist das Unkraut, was zwischen dem Weizen wächst. Ich habe gerade den Geist des Blitzes Jahrtausends gehabt. Wir können Unkraut züchten. Spark der Unkrautzüchter. Ich würde sagen, zwischen die einzelnen Weizenfelder kommt hohes Gras als Unkraut. Gut, vielleicht seid ihr vorne oder so, aber warum ist mir das noch nicht früher eingefallen? Ja, ja, wo der Spark langläuft, wächst kein Unkraut mehr. Deswegen muss ich jetzt nochmal neu anpflanzen. Ja, kann man machen. Schönes Weizenfeld, ein bisschen verteilt. Wo jede Weizenpflanze sorgfältig überlegt gesetzt wurde. Da nochmal, da nochmal. Da nochmal, da nochmal. Bisschen mehr. Sehr schön. Da kann ich jetzt so vereinzelt mal so ein großes wachsen lassen. Da auch nochmal ein großes rein. Habe ich irgendwo noch Gras? Ne, nicht unbedingt. Schon mal ein großes setzen. Da auch nochmal ein großes. Na, zufällig ist hier gerade ein Dings gelandet. Nochmal ein großes. Ja, hier dazwischen wächst einfach Unkraut. Zack, sowas in der Art. Aha. Sieht doch schon besser aus. Sieht natürlicher aus. Vielleicht noch irgendwo hier hinten. Das ist ein bisschen zu wenig. Da machen wir auch noch ein bisschen mehr Unkraut. Und hier Unkraut. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Das passt mir doch schon mal eher. Kann ich hier mit der Schaufel wieder einmal durchgehen. Die fehlenden Felder beackern. So in der Art. Ja, da nochmal. Okay. Dann kommen wir zum Außeneinsatz hier für die Barren. Dann kommen hier oben Schienen drauf. So, so, so. Dann kommen an die Seite jetzt hier die Leitern drauf zum Fortführen von dem Ganzen. Ich geboostet habe natürlich zu wenig Leitern mitgenommen. Aber hey, das lässt sich doch mal sehen. Der Anhänger braucht jetzt nochmal ein paar Itemframes. Ja, ich brauche zwei weitere Itemframes und noch zwei weitere Leitern. Na, warte, ich kann von außen mal reingehen. Ich gehe mal nach innen, aber eigentlich kann ich auch von außen reingehen. Eins, zwei.
Und die setzen da ebenfalls noch dran. Da haben wir das Heu auch festgezurrt, dass es nicht runterfällt. Wunderbar. Die Leitern und die Schienen connecten sich eigentlich echt gut, muss ich ja schon sagen. Dann eigentlich brauche ich 4 Item Frames. Eigentlich brauche ich 4. Das heißt, ich muss mir 4 Leder nehmen. Auch mehr Leder. So 3, 4. Dann brauche ich Sticks. Dann brauche ich Item Frames. Dann brauche ich Redstone Lamps. Ja, ich muss halt die 2 Glowstone nehmen, beziehungsweise komm her. Gib mir nochmal 9 Glowstone. Tu den Rest Glowstone mal zurück. Gib ein bisschen Redstone. Ist so teuer alles. Ich hab hier wieder immer nichts. Nochmal 4 Redstone-Blöcke rausgeholt. Und dann mache ich Redstone-Lampen draus. Und diese kommen dann auch wieder hier rein, die überschüssigen zumindest. 4 Stück behalte ich mal, weil der Traktor braucht Rücklichter und der Anhänger ebenfalls. Soweit schon mal so gut. Weizen zurück. Den einen Crafting-Table, den ich aus dem Nichts geholt habe, den kann ich ebenfalls mal raustun. Ich denke mal, den 4 Holz wird keiner nachweinen. Baumehl behalte ich nochmal, weil ich nicht weiß, was ich jetzt gleich noch machen werde. Aber die Schienen können zurück. Der Hook kann zurück. Und die Hake behalte ich auch nochmal. Mal abwarten hier. Oh. Sieht schöner aus jetzt. Wäre noch von allein gewachsen, aber komm, ist egal. So, dann. Item Frame. Item Frame. Traktor hat ja, ich kann schlecht die Rücklichter an die Reifen machen, deswegen Traktor hat oben Rücklichter. Außerdem halt hier hinten. So, den und den. Und tada, wir haben es hingekriegt. Ja, ich würde mal sagen, sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Soll man das so lassen? Ja, kann man so lassen, würde ich sagen. Hier müssen wir halt warten, dass das Gras noch rüberwächst, aber müssen wir warten, bis Gras über die Sache gewachsen ist. Aber schon mal not bad. Not bad, meine Freunde. Das geht doch hier. Ich würde trotzdem vereinzelt mal ein paar Fackeln setzen, einfach weil, wisst ihr warum. Damit ich meinen Seelenfrieden hier habe und nicht immer geplagt werde von komischen Viechern. Aber dann wäre auch schon die Bauernecke hier hinten fertig. Yep. Bauernecke gleich check. Und dann müssen wir hier noch die Straße einmal nach hinten bauen. Die verläuft, die endet dann einfach jetzt hier. Dann geht das hier in Richtung Feldweg über, welcher dann ja, für den Traktor praktisch. Den kann ich mit Core Sturt machen. Ich mache den Feldweg mit Core Sturt. Weil nur Wegblock würde ich da machen, wo der Traktor jetzt lang gefahren ist. Ich muss schon differenzieren jetzt. Muss ich leider unterscheiden. So. Dann irgendwie vielleicht sowas. Ups. Und sowas. Sowas. Tja, bis hier in Concrete. Vielleicht kann ich mit den Blöcken, die ich gerade eingesammelt habe, zum Teil mal hier die Ecke zumachen. Weil hier sieht es immer noch ziemlich cliffig aus. Großes Loch, was sich hier befindet. Das darf auch mal zugemacht werden. Das weg. Jo. Jetzt habe ich gerade keine Erde mehr. Ich würde ungern das Potzol verwenden, weil Potzol ist immer so ein Block, wo ich sage, den behalte ich lieber mal und benutze den für andere Zwecke. Aber ich kann auch nochmal eine Fackel setzen und wir können noch was nachholen. Ich kann sämtlichen Concrete mal nehmen und setzen und so weiter und so fort. Und, ja. Ich würde sagen, das mache ich noch. Und dann, ich denke mal, den habe ich hier vorne in meiner Baublockkiste. Das Baumehl tue ich mal zu Farbstoff raus. Sehr schön. Baumehl zu Farbstoff. Glowstone zu Glowstone. Pilz zu Grünzeug. Hier ist Concrete drin. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12.000. Außerdem ein bisschen Gras nochmal wieder. Um die Lücken zu füllen. Und dann hätten wir das auch schon. Ja, mache ich auch direkt mit. Apropos, wenn ich mal da bin. Ich tue mir mal einen Gefallen und schlaf, weil das wäre besser. Um dich wegzutilten wegen den Mobs.
So. Ich baue das zuerst zu. Dann habe ich hier ein bisschen aufgeschlossen. Auch zum Einkaufszentrum von Klüm, damit mir der Krater hier wegkommt. Ich muss gucken, ob ich hier noch irgendwas Cooles hinbauen kann. Hier ist ja jetzt noch Platz übrig. Aber da müssten wir mal schauen und sehen wir dann wohl. Kann man bestimmt auch noch irgendwas Cooles hinbauen. Geht jetzt erstmal die Straße entlang, ja. Dann einmal ausleuchten. Einmal einen Eimer ausleuchten. Hier sieht nicht schlecht aus. Concrete. Dann machen wir die Straße hier zu. Und ich würde euch mal die Frage stellen. Die Frage aller Fragen. Thema Wither. Wollen wir auch nochmal einen eigenen killen? Weil der ist jetzt aktuell free to go. Wir dürfen den klatschen. Müssten wir halt vorher farmen. Da ich aktuell nicht mehr live streame und weitestgehend die meisten Arbeiten für Skyworld mache, werde ich wahrscheinlich auch nicht offscreen hier was spielen. Also ich würde es dann höchstens in den Folgen mit euch farmen. Vielleicht ein bisschen abkürzen, aber es wird eine Folge werden, wo wir das machen. Wollt ihr das trotzdem haben, dann sagt mal Bescheid. Dann gucken wir da mal. Ich würde jetzt einfach mal ganz blöd hier die so halb geteert durchlassen, die Straße übrigens. Ne, das war zu viel. Mach mal wieder ohne. So, die fertigen Concrete-Blöcke setze ich mal hier hin. Setze ich mal hier hin, wo es... Hallo? Lol. Setze ich mal hier hin, wo... Alles auf einer Ebene. Das ist irgendwie auch nicht so schön. Moment, das sieht noch nicht natürlich genug aus. Gib mir eine Sekunde. Das muss ich mal wegmachen. Das kommt dann eins nach hier hin. Den würde ich hier mal wegmachen. Der kommt eins nach vor. So, dann das noch da, das noch da. Hier kommt nochmal ein Concrete hin. Und ganz verstreut, weil er teer rumgefluppt ist, kommt hier nochmal eins hin. So. Es soll so sein, als ob hier so die Straße so ein kleines bisschen endet. Würde ich nochmal hier einen hinsetzen, ja. Vielleicht sogar nochmal hier einen. Da nochmal einen. So, und dann werde ich hier den Boden mit Wasser übergießen. Und lass das Ganze mal aushärten. Jetzt die Frage, wie sieht's aus? Ja. Könnte schlimmer sein. Könnte besser sein. Vielleicht kann man da noch ein bisschen Abhilfe schaffen mit Coarse Dirt. Der auch hier auf dem Feld so ein bisschen verteilt ist. Hier so ein bisschen Coarse Dirt dazwischen noch kommt. Aber der Traktor fährt jetzt hier einmal lang und... Nein! Also viel des Guten. Hier soll natürlich keine Fahrspur hinkommen. Da soll noch eine Fahrspur hin. Und jetzt aber. Jetzt haben wir's. Jetzt hoffe ich mal, dass es idyllisch aussieht. Lass mal von oben drauf gucken. Einmal kurz nach oben springen. Hoi, das sieht ja mal hier gar nicht mal so schlecht aus, meine Freunde. Kann sich doch sehen lassen, oder? Komm schon. Das ist doch gar nicht mal so schlecht. Ich würde sagen, wir haben damit die Ecke hier hinten in größten Teils auch fertig. Ich werde halt gucken, was ich jetzt da vorne noch hinmache. Diesen Fleck, der auch so ein bisschen unbebaut ist. Und ich werde nochmal schauen müssen, was ich auf die andere Seite des Gebäudes mache. Also da drüben hin. Da steht noch eine Kanone, steht da random rum. Und die sieht noch so dreckig aus um dieses Teil. Hat da jemand Ideen, was wäre passend für diese Seite eines Grundstücks? Das mit Eis zugebaut anscheinend. Also für da, meinetwegen dahinter noch und für hier so. Was passt da hin? Tell me, sagt's mir, was kann da hinkommen? Ich werde das durchlesen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann, lasst krachen. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss.